Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auf dem heiß umkämpften Beautyboxenmarkt hat sich eine Gruppe mutiger Studentinnen überlegt, ihre eigene Beautybox herauszubringen. Und da spreche ich von der Elektra Beautybox. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box wurde mir kostenfrei zugeschickt, um sie hier einfach vorzustellen, um sie zu zeigen und zu schauen, was da so drin ist, um zu gucken, was ist das überhaupt? Ich bin da auch ein bisschen neugierig drauf, um ehrlich zu sein. Da wurde ich angeschrieben und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass sowas Süßes bei mir eintrifft. Ich meine, das ist ja mal ein so hübsches Schleifchen, ne? Kitschig, ja, aber ich stehe drauf. Definitiv. Ich mag auch diese Form von der Box. Das ist quadratisch praktisch gut, so ein bisschen, ne? Genau. Und die haben sich halt überlegt, Mensch, wir haben Bock, dass wir auf diesem Boxenmarkt einfach mal was rausbringen, wo du nur Full-Size drin hast, wo du nicht irgendwelche überteuerten Produkte in der Box mit drin hast, die den Wert künstlich in die Höhe treiben, sondern halt wirklich sinnvolle, nützliche Produkte. Und genau, ich bin sehr, sehr gespannt, was dann hier auch drin sein wird tatsächlich. Denn ich weiß es nicht. Ich mache die jetzt mit euch ganz, ganz frisch auf. Ich habe mir auch die Homepage hier mal nebenher geöffnet. Ist noch alles wirklich ganz, ganz frisch, Leute. Ne? Wir haben hier die Homepage und da sehen wir, dass die Box im Einzelverkauf 15,50 Euro kostet. Die kostet im Jahresabo, ich glaube 13,90 Euro waren das, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, und 14,50 Euro pro Box, wenn du die im 3-Monats-Abo dir bestellen möchtest. Ich verlinke euch das auch alles unten in der Infobox. Ne? Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und der Wert soll immer so ungefähr das Doppelte sein, also immer so 34 Euro oder höher. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ne? Also vor allem sinnvoll ist für mich auch so ein Kriterium gewesen, weswegen ich mir gedacht habe, komm, wir schauen uns die mal an. Okay, ich habe tatsächlich hier auch noch ein Briefchen mit dabei bekommen und das ist einfach süß. Ne? Da ist ein Herzchen drauf. Ich meine, ich stehe drauf. Ich meine, dass ich ein Mädchen irgendwo in meinem tiefsten Inneren bin, zeigt doch mein Tinkerbell-T-Shirt. Ist übrigens von Zara, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Habe ich mir irgendwie mal vor einem halben Jahr oder einem Jahr gekauft. Genau. So, ich habe hier ebenfalls in diesem schönen Flieder ein Kärtchen drin. Liebe Claudi, und da ist ein Herzchen hinter. Vielen lieben Dank für das Testen unserer Box. Wir hoffen sehr, dass dir der Inhalt gefällt. Mit freundlichen Grüßen, Violetta L. Genau, und Violetta ist auch eine von denen gewesen, mit der ich Kontakt hatte. Ich hatte die Firma sowohl über Instagram angeschrieben, als auch über E-Mail. Genau, mit Violetta habe ich per E-Mail geschrieben. Und jetzt will ich aber wirklich wissen, was hier drin ist. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, was da, ne? Also gut verpackt. Es ist ein bisschen am Rumrollen, aber es hört sich jetzt nicht so klirrend an oder so, ne? Okay, ich mache jetzt erstmal das Schleifchen ab. Geil. Und das kann man halt auch einfach richtig schön weiterverwenden, ne? Das ist eine ganz tolle Geschenkbox, die man nehmen kann. Und das ist jetzt die erste Box, die die halt auf den Markt gebracht haben, ne? Also wir sind neugierig, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde das Logo übrigens auch schön mit den Sternchen drauf, ne? Da haben sie mich ja auch. Sowas finde ich toll. Mag ich. So, dann nehme ich mal den Deckel ab. Ups, richtig fest drauf. Mhm. Tada, ein Deckel. Und dann haben wir hier ein kleines Heftchen drin. Oh, hier hinten steht auch was. Teile dein Aussehen mit uns. Genau, auf Instagram verlinke ich euch auch alles in der Infobox. elektra.beauty.box oder halt auf der Homepage www.elektrabeauty-box.de. Abonniere die Elektra-Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine Dezember-Box. Guck mal, das ist doch mal nice. Genau, die hat mir auch geschrieben, die liebe Violetta, dass wenn es dann mehr als 5 bis 6 Produkte sind und die dann vielleicht mal was in Probegröße oder so mit reinreichen, dass es dann quasi als Art Goodie zu sehen ist. So, achso, und hier haben wir dann auch die entsprechenden, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Will ich jetzt aber noch nicht reingucken, erst wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und hier wiederholt sich dieses Herzchen nochmal. Das heißt, wir haben hier ein Herzklebi. Ich glaube nicht, dass hier viel Pflege drin ist, ne? Ich glaube eher, dass wir hier sehr viel dekorative Kosmetik drin haben, weil klein und leicht. Kommt so kein Duft raus. Dann öffnen wir mal den Klebi. Oh, lässt sich schön öffnen. Uns kommt wirklich, oh, ne? Das sieht hübsch aus. Der erste Blick in die Box und dann haben wir natürlich das übliche Krüppelpapier, eben damit nichts kaputt geht. Ist auch wichtig, ne? So, dann gucken wir mal, ne? Was hier so drin ist. Ich bin so. Von Technik haben wir etwas hier drin und zwar Vitamin C Under Eye Brightener 4 ml.
Okay. Das ist jetzt interessant. Ist es ein Concealer oder ist es eher eine Pflege? Aufhellung für den unteren Augenbereich. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Pflege. Vitamin C und ich haben ein bisschen Respekt voreinander. Ja, auch Vitamin C hat mittlerweile Respekt vor mir. So oft, wie ich dagegen gewettert habe, weil ich da einfach Angst vor habe. Und gerade an der Augenpartie. Aber Leute, ihr habt mir jetzt so häufig geschrieben, ich soll das unbedingt mal ausprobieren. Dieses Produkt wird bei mir bleiben und ich werde es austesten. Versprochen. So. Ist das dann wie eine Art Augenserum? Also das erinnert tatsächlich von der Optik her so ein bisschen an den klassischen Essence Concealer, wenn ich das mal so sagen darf. Ne, mit diesen Pinselhärchen hier oben dran, dass man das so wahrscheinlich hochdrehen muss. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann drehte sie noch heute. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt wird es nämlich schwerer. Oh. Jetzt kommt es aber sehr intensiv tatsächlich raus. Oder ist das doch ein Concealer? Leute von heute. Ein Concealer mit Pflege drin, kann das sein? Jetzt kommt natürlich zu viel Produkt. Das ist halt immer so bei diesem Produkt. Pinselviecher. Gut. Hat keinen Duft. Habe ich jetzt hier einfach mal das verteilt, was da gerade rausgeschossen ist. Doch, das ist doch ein Concealer. Der deckt doch ab. Ist Technik nicht auch eher eine Make-up-Marke? Habe ich nämlich, glaube ich, gar nichts von. Also der ist schön hell, definitiv. Mutig, ehrlich gesagt, dass man hier ein Base-Produkt reinpackt. Aber, hey, also auf der Hand, ne, da hat man ja auch gerne mal so Falten. Und da kriecht nichts rein. Das sieht super, super schön aus. Kann ich mir richtig gut vorstellen, so als Alltagsconcealer. Ich halte mal daneben meine reguläre Hand und dann sieht man halt, wie das dann quasi gewirkt hat. Ne? Also, da muss ich wirklich, muss ich testen, ne? Kann ich mir für morgens einfach richtig gut vorstellen, wenn ich so zur Arbeit gehe und dann mal eben schnell ein bisschen drüber und dann bist du fertig und es ist geil. Ja, das finde ich interessant. Das wird, ne, im Alltag getestet. Werde ich in meinem Aufgebrauch-Video von berichten. Das ist aber schön, dass es mit dekorativer Kosmetik startet tatsächlich. Ja, hier habe ich jetzt. Ach komm, wir machen das hier. Sleek Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Ich bin kein Fan von mattem Liquid Lipstick. My Skin, My Shade, My Make-up. Okay, aber Leute, wir sind hier auch zum Testen, ne? Das ist die Farbe Fandango Purple 431. Ich habe jetzt ein bisschen was Nudiges auf meine Lippen gegeben, aber ich glaube, dass das hier auch richtig gut zu meinem Nagellack passen könnte. Deswegen mache ich mir mal eben kurz mein Lipgloss-Gedönsen-Kombi-Kram ab. Ganz stilecht mit einem Handtuch. Wir gucken mal. Also ich hatte schon mal von Sleek eine, die war sehr braun und das hier ist jetzt einfach mal eine ganz andere Farbe und ich habe, boah, wir gucken mal. Respekt, nennen wir es, ich habe Respekt davor. Riecht so nach nichts, ist relativ flüssig. Jedenfalls wirkt das hier gerade so. Okay, help. Das knallt rein, Leute. Oh, die ist super, super flüssig auch. Ich habe jetzt einmal so gebappt und dann ist es direkt nach oben abgestempelt. Ich habe jetzt ein bisschen unten übermalt, um mich. Also, ne? Ein Lip Liner wäre hier tatsächlich von Vorteil. Die Farbe ist schon eine ganz außergewöhnliche Kiste. Gelbe Zähne, ja. Ja, das macht schon so ein bisschen gelbe Zähne, oder? Ist nicht so ganz meine Farbe. Aber. Die liebe Violette hatte mir auch geschrieben, dass die bei der Farbauswahl der Produkte in der Box draufsetzen wollten, halt nicht diese klassischen Sachen zu nehmen, die eh schon jeder zu Hause hat, sondern sich einfach mal so ein bisschen was trauen, beziehungsweise die Abonnentin von der Box darauf zu bringen, sich einfach mal was zu trauen. Und mit der Farbe traust du dich wirklich was. Das ist schon eine Statement-Farbe, ne? Es passt zum Look tatsächlich. Ich habe nicht, ne, nichts geplant hier damit. Passt zu meinen Nägeln. Passt zu meinem Vibe heute auch mal so ein bisschen. Aber, puh. Mutig. Also ich habe ihn jetzt, ja.
Aber ob ich den jetzt relativ häufig tragen werde, ist so eine Frage, ne? Aber gut, wir haben schon mal zweimal dekorative Kosmetik, da beschwere ich mich nicht. Und hier haben wir was drin von W7 oder W7, Metallic Easy Peel Face Mask mit Retinol. Retinol ist ja eigentlich total super für die Haut, aber eine Peel-Off-Maske. Aber sie ist lila, ne? Habe ich da Angst vor. Einerseits juckt es mich in den Fingern, das tatsächlich auch mal zu machen und euch dann auch auf Insta mitzunehmen. Ich heiße Aidoik P, Claudia rückwärts und ein P dahinter, folgt mir gerne. Es passt auch zu dem Lippenstift tatsächlich farblich. Aber ich habe da Angst vor, ne? Aber ich habe Bock drauf, so auszusehen wie die Lady. Ich habe tatsächlich auch so ein Haarturban in lila. Das könnte was werden, ne? Hilfe. Okay. Okay, Angst. Aber Retinol ist halt schon irgendwie so ein überzeugendes Argument, ne? Vitamin E ist damit drin, das reinigt, das verfeinert. Mit Ginseng auch wieder, genau wie das Augenvieh. Vitamin E für normale, trockene und ölige Haut. Ich meine, das ist ja für alle Hauttypen dann im Prinzip, ne? Ich habe trockene Haut. Ich habe aber auch ein paar Härchen im Gesicht. Wenn ich drauf mache, dann reiße ich die ab und das tut weh, Mann. Und ich habe sensible Haut. Aber mal gucken. So, und das hier ist etwas, was du machen kannst, um dich zu primen. Von Technik auch wieder. Interessant. Ach, aus Korea kommt die Marke. Interessant. Primer Tone Up Sheet Mask. Das hier sind jetzt also zwei Masken drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass man erst diese Peel-Off-Maske macht und dann nochmal diese feuchtigkeitsspendende Tonermaske mit Hyaluronsäure, Kaffein, also Koffein, ne? Und Vitamin E. Oh, Rose Fragrance, also Rosenduft. Ich glaube, ich verwende die wirklich so, dass ich erst die Peel-Off-Maske mache und dann wieder meine Haut zu chillen, nämlich die danach. Mache ich nicht jetzt, weil ich wollte eigentlich gerne gleich noch ein paar Videos drehen. Mal gucken, ob ich das tatsächlich noch mache. Weil es schon relativ spät ist. Aber sonst mache ich das morgen. Abends ist eh immer so. Da bin ich immer so eine kleine Mimose. So, hier haben wir jetzt, ich glaube, das ist dann eher so ein Goodie. Perfume Soap. Eine duftende Seife. Okay. Ja, so eine Stückseife, ne? Aber ganz ehrlich, so ein Goodie jetzt gerade, so ein Seifenstück ist nicht weg. Von Leone oder Leone in Italien. Rieche ich jetzt so nichts raus. Hier sind drin 10 Gramm. Also so als Goodie. Ich gucke jetzt mal eben ins Heftchen, ob das preislich aufgeführt ist. Nö. Ja, also hast du die dann für Umme mit dabei gekriegt. Schön. Echt schön. Ne? Weil jetzt so eine Stückseife oder wenn hier so ein Handgel oder sowas drin ist oder halt, ne, halt irgendwas zur Handreinigung und so. Sehr passend. Also passender geht's kaum. So, und jetzt haben wir hier das letzte Produkt drin. Was dann ja quasi das fünfte bepreiste Produkt ist. Und das hier ist so eine kleine Kosmetiktasche. Ich weiß jetzt nicht, wovon die ist, aber das ist halt... Ach, hier ist auch irgendwie was drin. Das ist hart, hell. Was ist das? Hier stehen jetzt keine Preise mit dabei. Ich guck mal, ob ich euch hier irgendwie rausgesucht bekomme. Aber mir hatte die liebe Violetta geschrieben, dass es 34 Euro wert haben soll. Jo. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein kleines rotes Täschchen mit dabei, was natürlich auch zu diesem knalligen, poppigen Thema passt, ne? Um ehrlich zu sein. Ich persönlich verwende solche Täschchen jetzt nicht unbedingt, weil ich habe einfach riesengroße Boxen, wo ich was reinpacke. Ach, guck mal. Und hier hast du so einen Reisespiegel halt auch dran. Das ist ja praktisch eigentlich, ne? Eigentlich echt praktisch für To-Go, dass du mal eben kurz dann dich dann... Und dann hast du hier deine Kosmetika drin, dass du nochmal nachlegen kannst. Eigentlich ganz süß, komm. Ne? Deswegen finde ich die ganz süß und praktisch. Ja, halt in so einer Lack- und Lederoptik. Oben im i verlinke ich euch mal ein Video, ne? ISDE Adventskalender Unboxing befindet sich da. Auf jeden Fall finde ich die auch ganz süß, ja. Aber es ist halt nichts, was mich jetzt umhaut. Ihr Lieben, das war jetzt die Elektra-Box. Mein Fazit, denn sie ist nun leer. Wir haben 5 Produkte plus ein Goodie bekommen. Die Produkte sind nützlich, sie sind sinnvoll. Wir haben auch ein bisschen Kravum mit dabei, also ein bisschen was Außergewöhnliches. Wir haben halt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, mega das Knallerprodukt, abgesehen von der Farbe natürlich. Aber ich finde sie solide. Als Start in den Boxenmarkt ist es ein leiser Start,
Aber es ist ein schöner Start, finde ich. Ne? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Genau, also 15,50 Euro zahlen wir maximal für diese Box. Das ist, wenn man das so im Boxenmarkt sich anschaut, im Mittelsegment, ne? Für einen Boxenpreis. Und deswegen, ja, aber es waren schon interessante Produkte, definitiv. Haut mich jetzt aber noch nicht hundertprozentig vom Hocker, deswegen bin ich sehr gespannt, was so vielleicht die Dezember-Edition bringt oder ne, die nächsten Editionen. Die müssen sich ja auch eh erstmal auf dem Markt etablieren. Deswegen schauen wir uns das Ganze noch ein bisschen an, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank an die liebe Violetta und an das komplette Elektra Beauty Box Team, dass ihr mir die Box hier zum Testen einmal zugeschickt habt, damit ich sie hier vorstellen kann. Und ja, mal schauen, was sich da noch weiter draus ergibt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!